Loch zu machen, dass sie da nicht mehr rauf und runter klettern müssen, weil das ja hier schon gegeben ist. Und ich muss sagen, Respekt an die Zwerge. Dieses Mal. Schneidenfällen. Schneidenfällen. Die haben echt gut, gut gekämpft, obwohl das so viel war. Und das war halt wirklich viel. Was diesmal angerannt kam. Nein. Das war echt einiges. Aber die Fallen sind irgendwie gefühlt überhaupt nicht gut. Keine Ahnung. Die waren jetzt nicht so prickelnd. So, das kann weg, der Stein hier. Wobei, wir haben genug Stein. Na doch, oder oben wenigstens. So. Dann sollte ich jetzt mal unten weiter kloppen dann. Demnächst sollten die blöden Goblins auch wieder irgendwo aufschlagen. Die halt überhaupt nicht nervig sind oder so. So, Dark Souls jetzt uns mal machen, dann ist es soweit bis hier ready. Dann würde ich hier nochmal gerne die Erde wegtun. Dass man hier vielleicht mal angeln kann. Angeln, okay. Ist ja momentan eh nur ein Fisch da. Oh, schaut gut aus. Schaut gut aus, was die treiben bis jetzt. Da warte ich mal kurz mit dem Aufstieg, weil da müssen sie nur hochhüpfen und nicht hochklettern. Zweig auswählen, ruh dich mal richtig aus in einem Bett vielleicht, nicht auf dem Boden. Weil da braucht euer Heilvorgang immer so extrem lange. Beziehungsweise gefühlt heilt ihr gar nicht. Instant ein Baum drauf wächst. Hier weg. Das soll weg. Bei den See würde ich hier, glaube ich, gerne mal ganz weg machen, weil hier hinten ist auch noch einer, keine Ahnung. Hier gibt es zu wenig Seen. Ich würde vielleicht können wir ja künstlich einen anlegen, immer wenn es regnet. Weil das Wasser wird hier wird ja auch immer mehr. Künstlichen See anlegen. Das geht. Wenn es geht, wäre es cool. So, und jetzt pack gleich mal die Erde darunter auch mit weg. Weil sonst ist da gleich wieder Ding. Pack das auch mal alles weg. Bum, Baum. Angeln. Ich mache einfach mal hier die Ding voll. Keine Ahnung, sonst erstmal raus zusammen angeln. Und hier müssen wir das Wasser mal rauspumpen. Okay, vielleicht kein Angeln. Sonst eher du. Steuerung. Gehst mal nach heim. So. Tschüss, ich gebe dich wieder frei. Ja, okay, stimmt ja. Ihr hängt, bleibt ihr da unten hängen. Ich würde hier gern mal genau das Wasser raussammeln. Wenn es geht. Damit wir hier das Wasser auch mal wegbekommen. Dass da nicht so das Wasser dran steht. Und hier jetzt mal angeln. Komm, wir angeln da jetzt mal.
Die sollen hier mal angeln. Das lege ich dann auch gleich trocken. Wie das Wasser halt so als Würfel da liegt. Du bist gerade runtergefallen, oder? Einmal geangelt. Wasser sammeln. Mal klatscht das Ding weg. Wieso greift ihr die Schnecken gerade an? So von sich aus. Wasser sammeln? Nein. Ist runtergefallen. Mach das mal weg. Kann man jetzt hier noch Wasser sammeln? Geht das nicht? Oder weil gerade alle Eimer unterwegs sind? Kann auch sein. Warten wir mal kurz. Und hier Wasser sammeln. Der sagt Eimer fehlen. Warte mal. Eimer. 3 Stück haben wir. Können wir doch noch ein paar draus machen. Also 12. So. Da ist kein Wasser mehr drin in der Falle. Hier kriegen wir hoffentlich das Wasser auch mal noch komplett weg. Könnte funktionieren und klappen. Hier drüben noch das Wasser komplett weg. Wie schaut es hier unten aus mit unserer Mine? Soweit gut? Ja, ist solide. Sonst können sie hier auch gleich weiter bauen. Und wir hauen da mal wieder was zum Essen auf den Tisch. So. Und gucken mal, ob wir noch was zum Essen haben. Das sollte noch einiges gehen. Hier sollten wieder ein paar gehen. Und Eier nicht. Aber wir könnten hier raus Grillfisch. Wir haben Fisch, wir haben Öl, wir haben Kohle. Können wir auch mal einen Grillfisch mitmachen? So. So, warte mal, dann packen wir jetzt hier noch ein paar Spiegeleier wieder mit her. Zack. Spiegeleier. Ich mag Spiegeleier. Also persönlich esse ich gerne Spiegeleier. Also wirklich gerne. Sehr gern Spiegeleier. Geht nichts über ein paar richtige Spiegeleier. Wenn ihr jetzt mir sagt, ihr kommt hier nicht mehr raus, weil hier jetzt das Ding ist, dann drehe ich durch mit euch. Eine Fackel? Und hier wäre auch eine Fackel, weil hier ist dann wieder das und die Tür. So, nein. Und hier kommt die Leiter wieder runter. So. Sind hier, jetzt hängen schon 4 fest. Nein! Mist! Keine Ahnung, haut mal das weg. Nehmt mal den Erdblock. Setz mal da ein paar Erdblöcke her. Also am liebsten vielleicht erst da. Da wird doch demnächst einer gleich mal runterkommen, oder? Mit einem Erdblock. Nicht, dass ich euch jetzt gefangen habe. Das wäre echt doof. Da kommt einer. Hoffentlich mit einem Erdblock. Nein. Da. Jetzt kommt ihr alle wieder nach Hause. Guckt mal.
Wie freundlich ich bin. Ich habe euch nicht in der Sackgasse hängen lassen. So. Na, ja, da kommen die Gegner hin. So. Das lasse ich momentan so. Da ist auch noch Wasser, das ging aber vorher nicht zum Sammeln. Respekt, Junge. Ohne Mist, Respekt. Schon vorbei. Also wirklich Respekt. Ausruhen. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er das so easy peasy wegsnackt, die ganzen Gegner. Hat er gut gemacht, mein Zwerg. Hat er gut gemacht. Hier würde ich gerne auch mal noch stilllegen. Warum? Pff, wie das Wasser als Würfel halt einfach da liegt. Ihr könnt auch mal was arbeiten. Was haltet ihr davon? Weil wir müssen hier auch mal so ein bisschen durchbauen. Hier nochmal so. Bis daher mal. Können wir da wieder eine Fackel setzen. Ach, hier ist eh dicht. Ihr könnt auch von hier aus bis komplett hier durchbauen. So. Ist bis jetzt aber nur Sand. Buch des Holzfällers. Haben wir endlich mal eins. Auch noch nicht wirklich was. So. Die bauen sich da unten weiter durch den Sand. Hier kommt hoffentlich bald, wie du findest, den Weg nicht. Zweck auswählen. Da, ja, guck mal her. Ja, jetzt kriegst du es mal hin, oder was? Das. So. Gut. Rohstofftechnisch, denke ich, sind wir immer noch sehr gut aufgestellt. Wir haben jetzt auch schon einen Raum übrig. Ich weiß halt nicht, ob man eine Farm unterirdisch oder irgend sowas bauen kann. Das wäre halt so nett to know. Ach, euch fehlt der Weg hier rüber oder was? Nee. Ich hab doch sonst gar nichts mehr, wo ihr hin nicht hinkommt. Junge, du bist so blöd. Hau erstmal da Erde hin. Und jetzt hau da Erde hin. Jetzt macht da eine Fackel und da eine Fackel. Und nehmt euch mal die Pilze hier mit. Könnt ihr hier auch Erde hersetzen. Dann könnt ihr hier noch ein bisschen weiter buddeln bis zu dahin. Klingt es nach einem Plan. Kohle ersetzen. Okay, die bauen sich sehr schnell mittlerweile durch hier überall. Ja, so langsam müssten eigentlich auch wieder die Goblins mal kommen. Und nicht nur so langsam, sondern ich würde auch gerne hier mal das Ding wieder zu bauen. Unsere Verteidigung. Wenn ich mal kurz mir dazu ein Kippchen anzünde. Jetzt mal unsere Verteidigung hier mal wieder zu bauen. So. Wobei die Richtung echt egal ist eigentlich. Die Richtung ist ja wirklich egal. Vielleicht mache ich noch ein bisschen tiefer. Und die Richtung können wir ja ganz normal aufmachen. Okay. Daran habe ich sowas von überhaupt nicht gedacht, dass es geht. Oder dass wir das machen können. Nach außen können wir einen ganz normalen Weg schaffen.
Nee, eigentlich nicht, weil die Gegner. Der eine springt nicht runter. Der eine springt nicht runter, der baut sich runter. Der Geist, das Gespenst ist nur nervig. Weißt du was? Es ist egal. Es ist wirklich egal eigentlich. Weil die haben die Gegner gut weggekriegt. Selbst der eine da. Elf Zwerge, der ist auch komplett ausgerüstet. Es ist ja ein Magier. Aber ich tendiere fast dazu, zwei davon, dass wir vielleicht mal, wir haben ja hier noch. Du bist Krieger. Magier, Jäger, Bergarbeiter, Holzfäller, keine Ahnung, du bist nur Krieger. Du bist Holzfäller. Ja, dann gebe ich dir das. Du hast einen Rucksack. Haben wir noch mehr Rucksäcke? Nicht, oder? Nö, wir haben keine Rucksäcke. Oder mehr Rucksäcke. Du bist auch Nahkämpfer? Bist aber Schmied. Bist ein besserer Schmied. Was bist du? Du bist Ding. Also würde ich dir die Handschuhe mal mitgeben. Boin. Und nimm die. Die Feuerpfeile mit. Krieger haben wir nicht. Müller? Haben wir hier irgendwas von Müller? Jäger, Magier, Tischler. Nein. Du bist aber auch Nahkämpfer. Okay. Du bist auch Nahkämpfer. Ich glaube, jetzt haben wir genug Nahkämpfer. Jetzt würde ich mal doch hier nochmal so einen Magier reinpacken. Und du bekommst. Also einmal das Buch des Mading und einmal Buch des Magiers. Weil die können immer drei Sachen lernen. Nali. Nimm die Feuerpfeile mit, die wir haben. Du bist auch ein Nahkämpfer. Achso, warte mal, ich wollte hier schauen. Holzfäller haben wir nicht mehr, oder? Nur noch Bergarbeiter, Fischer und Tischler. Steinmetz haben wir auch nicht. Schmied haben wir schon vergeben. Krieger, du bist auf jeden Fall Krieger. Da haben wir auch nichts anderes. Ah ne, Schwimmer. Schwimmer hast du noch. Du bist Magier. Das haben wir auch schon leider vergeben. Haben wir nur noch einen Bogenschützen und zwei Bogenschützen? Ja komm, dann kriegst du auch nochmal Bogenschütze. So drei Bogenschützen hätte ich schon gern. So drei Bogenschützen ist schon Pflicht. Was will ich nur mit einem Bogenschützen? Mit zwei Bogenschützen. Jetzt haben wir zwei Magier, drei Bogenschützen. Das sollte funktionieren. Da haben wir schon wieder den nächsten Schacht nach links rüber gebaut. Dem geht's auch nicht so gut. Gerade. Er sollte sich dann vielleicht doch gleich mal ein bisschen schlafen legen. Hi. So. Leitern haben wir auch noch. Dann mache ich gleich den nächsten Schacht, weil ich glaube, wir müssen für manche Erze echt weit, 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 weit runter. Und hier, zack. Nicht nur, ich glaube, da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir für manche Erze weit, 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 weit runter müssen. Hier kommen wir gerade nicht durch. Ich glaube, das wird wegen den Stacheln und Pfannen liegen. Die lassen wir aber einfach liegen. Fackel. Ah, wieder ein Buch. Steinmetz. Wenn Steinmetz halt eigentlich nichts bringt. Wir haben keine Türen mehr. Lassen wir mal wieder ein paar Türen machen. Da brauchen wir ein Schloss. Schloss. Machen wir mal so drei. Hier. Wir bauen zurzeit. Wo waren die Türen jetzt? Waren die Türen jetzt? So, hier. Ein bisschen.
So. Macht erstmal da. Ich kenne euch nämlich, weil ihr seid ein. Oh nein. Der war fast tot gewesen. Der wäre fast tot gewesen, weil er runtergefallen ist. Okay, das Viech ist jetzt erstmal darüber geklettert. Keine Ahnung warum. So, du sammelst es schön brav ein und da setze ich einfach Erde hin. Guck mal, jetzt kommt das Viech schon nicht mehr durch. Jetzt setzen wir noch da Erde hin. Jetzt mal noch da und da Erde hin. Da wollen sie nicht hin. Keine Ahnung, warum sie da nicht hinwollen. Ach, die Tür. Fast vergessen. Wieso wollt ihr da nicht hin? Macht halt den Sand noch weg. Dann kommt ihr auf jeden Fall ran. Jetzt kommt ihr ran. So, und jetzt könnt ihr hier auch Erde hinsetzen. Danke. Gut. Aktuell keine Goblin-Gefahr irgendwo. Was mich etwas verwundert. Hier, setzt ihr nochmal Erde her. Da klettert ihr nicht einen Baum runter. Da weiß ich noch nicht. Da würde ich demnächst auch mal gerne rein marschieren. Wir müssen aber auch mal wieder was fertigen. Und zwar... Diese Lampe wollte ich fertigen. Und zwar habe ich jetzt das Glas. Öl habe ich auch. Und Holz habe ich auch. Deswegen fertigen wir einfach mal ein paar Lampen. Keine Ahnung, mal so 42 Stück. Haben fortschrittliche Beleuchtung gerade instant bekommen. Setzen die Lampe dahin. Und tauschen. Entferne Fackel. Entferne Fackel. Kann ich die wohl nicht da oben hinhängen? Doch. Entfernen wir hier die Fackeln überall. Und hängen hier dann auch die schönen Lampen auf. Überall. So. Die schauen doch schon besser aus. Außerdem brauchen wir sie eh. Also ich finde es schöner als eine Fackel. Entferne Fackel. Warum haut ihr das weg? Ihr solltet doch die Fackeln entfernen. Habe ich mich verdrückt? Kann sein, dass ich mich verdrückt habe. So. Entferne Fackel. Fackel. Kann schon ziemlich sein, dass ich mich verdrückt habe. Hier, da ist jetzt die nächste Hürde für die. Kommt sie jetzt momentan auch nicht rauf. Aber das ist mehr als durch Zufall. So. Entferne Fackel. Fackel. Fortschrittliche Beleuchtung. Mal schauen, was danach kommt. Fortschrittliche Beleuchtung ist hier. Fortschrittliche Verarbeitung. Stoff, Farben, Ziegel. Kamera an. Stahl, Papier. Okay, cool. Das, Throntopf, Bücherregal. Großer Stuhl, mehrstöckiges Bett. Holzbett. Okay, 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 okay. Okay. Bequemes Bett. Okay. Das machen wir erstmal hier über die Lampen hin. Zwerg auswählen. Ruh dich mal irgendwie. Nee, geh erstmal essen. Tu erstmal was essen, bitte. Weißt du wirklich. Essen. Essen. Ausruhen. So. 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 Fackel weg. Fackel weg. So. Weil das ist jetzt im Haus, sagen ich. Ich würde hier gerne auch noch hier überall die Fackeln dann austauschen. Aber ich würde jetzt, ich mache das jetzt erstmal hier innen. So.
keine Ahnung, vielleicht machen wir noch einen Aufenthaltsraum oder irgend sowas mit rein. Wirklich kein blassen Schimmer gerade. So. Hier drüben auch noch. Ich glaube, dann haben wir es ziemlich schön hier. Denke ich jetzt mal. So. Weil wir können jetzt bessere Betten fertigen und wir haben hier gleich schon ein Holzbett. Woher kommt das Holzbett? Und dieses automatisch geupgradet? Papier, was brauche ich dafür? Wasser, Holz, Kohle, okay. Farben. Harz, Wasser, Ding, okay. Stahl. Ziegel. Mehrstöckiges Bett. So ein Holzbett einfach nur, so ein Standardholzbett. Machen wir mal. So. Wir haben auch gerade nicht mehr so viel Holz. Wollte ich mal kurz so ein bisschen anmerken. Das haben wir gerade ein bisschen verblasen. Wo? Ach, hier oben bestimmt von dem Käfer. Okay, und dann mache ich hier vielleicht als nächstes auch kein Blätterdach mehr, sondern es ist das Ziegeldach da. Aber da brauchen wir Lehm. Das habe ich auch noch nicht gefunden. Bett. 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 So. Muss uns erstmal da oben ein bisschen bauen. Ich glaube, die sind hier gerade ein bisschen beschäftigt mit dem ganzen Gedöns hier. Sonst erstmal das da oben wegmachen, dann machen wir hier vielleicht mal, dass eben hier dann höher ist. Essenstechnisch sehe ich gerade, ist auch schon wieder ganz schön verbraucht worden. Oh, Grillfleisch. Gucken wir mal kurz, ob wir da irgendwas gerade machen können von. Nö. Nichts. Hau das mal her. Auch hier noch ein bisschen her. Und dann noch ein paar Steaks. Hier nicht mehr, hier nicht mehr. Hier nicht mehr und hier. Können wir noch was Steaks herhauen. Jetzt haben wir noch 4 Steaks und dann haben wir noch nichts mehr zum Essen. Schlecht. Sehr schlecht. Dann macht mal das Ding platt. Dann müsste nicht wieder Essen kommen. Ich weiß halt nicht, wie Feldarbeit geht. Oder ob Feldarbeit geht, das wäre schon cool. So. Läufst du gerade davon oder was ist los? Mach den doch platt. Ja, mach den Eber doch platt, hey! Nicht runterfallen, platt machen. Oh, 27 Sekunden. Was? Schon wieder? Ist es schon wieder soweit? War doch gerade eben erst. Okay, auf der Seite diesmal da drüben. Die arbeiten alle da, das ist in Ordnung. Schon wieder? Angriff! Zeigt, was ihr so könnt, meine Freunde. Nein, einer ist tot. Es ist einer gestorben. Der hing da unten im Wasser fest. Ich glaube, es wird gleich noch einer sterben. Zwei Zwerge sind tot. Das ist das Wasser da unten.